So, Jolly steht schon mal vorne. Bin gespannt. Los, Jolly! Yeah! Ihr wart laut dabei das erste Mal. Wuhu! Flori ist unten und fängt ihn auf quasi. Cool. Ich bin krank. Achso. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem Video von uns. Schön, dass ihr da seid. Ganz vorweg, Flo ist krank. Mhm. Die wichtigste Info gleich vorweg. Ach, du ziehst an meinem Zappele. Er ist krank. Ja. Hat Männergrippe, ja. Schnupfen. Ja, und keiner kümmert sich. Stehst du, wenn du krank bist, dann setze ich hier alles in Bewegung, damit es dir gut geht. Und ich habe gestern nicht mal Tigerbalsam bekommen. Ja. Also er muss hier richtig leiden, ich musste arbeiten. Ich habe vorhin sogar geblutet hier, ja, weil ich so viel schnauben musste, weil wir keine Taschentücher haben. Aber ist ja auch wurscht. Aber trotzdem machen wir halt was Schönes. Genau. Es sind Sommerferien. Vorweg, weil bei einigen Bundesländern sind erst in 4-5 Wochen Ferien. Ja, wir haben Freitag, Bibinetto ist trotzdem im Kindergarten, da ist gar keine Schließzeit. Und da sie ja erst eingewöhnt ist, geht sie auch weiter in den Kindergarten, sonst würde das alles durcheinander bringen. Und wir nutzen die Zeit mit den größeren Kindern und wir wollen heute gemeinsam Tretboot fahren gehen. Das Wetter ist schön, es soll nachher noch gewittern, aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht, weil jetzt ist es schön. Und wenn alles gut ist, dann wollen wir... Ich steig mal Arm, wenn du das machst. Und wenn alles gut geht, wollen wir noch grillen. Genau, ich habe Grillzeug geholt, wir wollten eigentlich schon gestern, vorgestern wollten wir grillen, da ging es aber Nika überhaupt nicht so gut. Ja, auch nicht, okay. Ja, dann haben wir gedacht, verschieben das. Gestern sah es dann irgendwie nach Regen aus, haben wir es auch nicht geschafft. Heute ist der Tag. Und wir nehmen euch mit durch den Tag, müssen mal gucken, ob mit einem Video oder mit zwei Videos, nicht, dass es zu lang wird. Ja, aufregend wird es, also seid gespannt und bleibt dran. So, wir sind immer noch am Packen. Ich knall mich hier mal hin. Übrigens, in dieser Schwangerschaft trage ich ganz oft bauchfrei, einfach weil mir da noch ist. Wer es nicht sehen kann, kann er weggucken, ne? Also ich bin da, ist mir völlig wurscht. Genau, wir packen noch und warten gerade auf die Teenager. Sarah hat nämlich ihre allerbeste Freundin aus der alten Heimat zu Besuch. Und die Mädels kommen aber nicht mit Tretboot fahren. Jetzt spritzt Flo die Kinder mit der Wasserspritzpistole das. Die kommen nicht mit Tretboot fahren. Sondern die gehen ins Freibad das erste Mal ganz alleine. Ich habe ein bisschen mulmiges Gefühl, aber die sind ja alt genug, ne? 13 und 14. Da kann man schon mal alleine ins Freibad gehen. Habe ich in meiner Teenagerzeit auch gemacht. Sarah kann auch super gut schwimmen, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Aber so ein bisschen ist es schon komisch, ne? Wenn die dann so groß werden. Genau, die setzen wir also beim Freibad ab und wir fahren dann weiter zu den Tretbooten. Die Kinder analysieren gerade mein Gesicht. Wir haben nämlich alle Sommersprossen. Skyly hat auch ganz viele. Deine sind so richtig schön braun. Zeig mal deine, Nika. Deine sind ein bisschen feiner. Also sieht man bei dir auch nicht so gut, weil du so schnell braun wirst. Nika wird nämlich immer braun, die muss einmal durch die Sonne hüpfen, ist braun, ist voll gemein. Da sind die Teenager, guten Morgen! Die weiße Leiche. Achso, dann kommt Sarah, die weiße Leiche, ja, die ist so wie ich, die dauert ein bisschen, bis sie braun wird. Ich habe Winter. Ja. Warum hast du denn lange Sachen an, Patti? Weil ich Winter besitze. In dir drin. Wie viel kostet eigentlich? Mir ist arschkalt. Mir ist kalt, deswegen spitze. Also, jetzt geben wir den Kindern gerade Geld, Busgeld. Ach nee, Busgeld nicht. Oder? Nee, nur Eintritt. Nur Eintritt. 20 Euro für Eintritt. Jo, ja, lol. Imbiss. Imbiss. Weg, oder? Imbiss. Ja, ich müsste ja mit Bus nach Hause fahren. Nee. So. Na, wir wissen noch nicht, wie lange ihr bleiben wollt und wie lange wir bleiben wollen. Oder wir bleiben so lange, bis ihr uns abholt. Oder wir kommen nach. Noch ins Freibad. Dann muss ich doch noch ein Bikini einpacken. Okay. Wir sind angekommen. Bitte entschuldigt. Ich habe gerade den Mund voller Nektarine. Bin momentan nur am Obst essen. Mhm. Wir konnten hier schon mal durchlinsen. Wir hatten ein bisschen Angst, dass vielleicht die Tretboote gerade gar nicht da sind. Es sind, glaube ich, nur zwei oder drei. Aber sie sind da. Sogar eins mit Rutsche. Da freuen sich die Kinder ganz besonders. Hier wird jetzt ein bisschen besprochen, wer mit wem. Das Tretboot mit der Rutsche ist wahrscheinlich schwerer. Seht ihr es? Da sind sie. Ach so. Wie spät ist es denn? Nee, da haben die bestimmt auf. Na, Flori? Na? Was machen wir jetzt hier? Wir warten. Wir warten, macht erst um 11 auf. Und das wir haben 10:55. Ja, wer weiß, ob sie dann auch pünktlich kommt, ist die Frage. Oder? Naja, da steht bei gutem Wetter. Heute war ein bisschen Gewitter angesagt, aber sagen, wir hoffen einfach gut. Mal. Wir wollen Tretboot fahren. Wenn nicht, dann nehmen wir zu den Teams. Achso, wenn nicht, gehen wir ins Freibad.
Ja, es war so schön leer. Wir haben die da gerade rausgeschmissen. Meine Nase rot eigentlich. Guck mal raus. Sieht man die Nase, dass sie rot ist? Nicht so nah. Nicht so nah. Bist du verrückt? Von Weitem sieht man das. Könnt ihr bitte ganz viel Mitleid in die Kommentare schreiben? Bitte, ihr wisst, er hat die Männergrippe. Ja, ich habe auch Husten. Verstehst du? Husten und Schnupfen. Aber kannst du bitte sagen, dass du einen Corona-Test gemacht hast? Ja. Willst du dir jetzt denken, du verschleppst hab hier irgendwie... Habe ich voll mit die ganzen Popels und so. Oh, richtig schön. Rinder. Okay, ja, okay. Wir lassen es. Es muss Plan B her. Wir haben mich gerade mal angerufen, weil hier so ein netter Herr war, der sich um sein Boot gekümmert hat und meinte, nee, die ist von Nachmittags gar nicht da. Obwohl ja fett dran steht, von 11 bis 17 Uhr sind die Öffnungszeiten. Ja, und dann meinte die nette Dame, ja, heute nicht, erst so ab 14 Uhr. Die Kinder sind jetzt natürlich ein bisschen geknickt. Ist natürlich fragwürdig, ne, wenn man dann eine Öffnungszeiten ranschreibt und sich nicht dran hält. Aber nun gut, können wir jetzt nicht ändern. Ja, mal sehen, ob wir denn jetzt einfach zu den Teenies ins Freibad fahren und da unsere Zeit genießen. Es ist jetzt nicht mega warm, also es ist schon warm, ne? Aber es knallt nicht so die Sonne. Für die Kinder denke ich direkt perfekt. So, unser Plan B ist da. Wir sind zu den Teenies ins Freibad gefahren. Die Rutsche da hinten ist mega. Ich weiß gar nicht, ob ihr sie sehen könnt. Ich zoome euch mal. Beziehungsweise ich zoome die Kamera so rum. Tada, total cool. Jetzt gehen wir erstmal eine Runde schwimmen. Kinder sind schon... Okay, ich muss rennen. Die vergessen mich einfach. Die Kinder haben Freude. Sind schon alle im Wasser. So, der Flori ist jetzt da oben auf dem Sprungbrett. Die Jungs gehen auch hinterher. Zack, hui! Wer ist jetzt da? Mani. Bei John bin ich gespannt. John hat sich bisher nicht getraut, wenn wir hier waren. Der ist immer nur vom Einer gesprungen, was ja auch völlig ausreicht. So, Manny. Jolly bleibt bestimmt umstehen, wie ich ihn kenne. Deras Freundin ist auch dabei. So, Jolly steht schon mal vorne. Bin gespannt. Los, Jolly! Yeah! Ihr wart laut dabei das erste Mal. Wuhu! Flori ist unten und fängt ihn auf quasi. Cool. So, jetzt sind sie alle am Rutschen. Da kommt schon Nika. Die anderen gehen da gerade noch die Treppe hoch. Jetzt müsste gleich Skyly kommen. Da haben wir jetzt doch nochmal Schwimmflüge umgemacht. Die kann eigentlich relativ gut schwimmen, aber die hat ein bisschen Angst, dass die anderen sie unterdrücken, wenn die alle zusammenrutschen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Müssen gleich die Jungs kommen. Ich höre sie schon. Tada! Einer nach dem anderen. Sehr cool. Die Mädels haben Lutscher bekommen. Ganz klein und dezent. Und Mama hat auch was bekommen. Ein Schokocroissant, aber ist noch ein bisschen, ein bisschen heiß. Ja, ich gehe nicht ins Wasser. Bei mir müssen gefühlt 50 Grad sein, damit ich ins Wasser gehe. Wir sind nicht hier im Schwimmbad, wie man uns schwer erkennen kann. Wir waren jetzt eben noch schnell was einkaufen, weil wir noch grillen wollen. Mir Wahnsinn, wie die Leute dann angucken, wenn man bauchfrei rumrennt, ne? Mit dem Bauch. Als hätte ich einen Tumor oder hätte ich, weiß ich, irgendwas Schlimmes, irgendeine Pest. Der Wahnsinn. Aber ich lasse mich davon gar nicht irritieren, denn ich kann zeigen, was ich will. Geht ja keinem was an. So, wir warten jetzt auf Flori und dann geht's zurück nach Hause. Die Billette müssen wir auch bald abholen. Und dann freuen wir uns heute aufs Grillen. Hört mal. Die Kinder sind voller Euphorie, denn eine liebe Zuschauerin hatte mir vor ein paar Tagen geschrieben, dass sie Lego aussortiert hat und auch Anziehsachen und ob wir daran Interesse hätten. Die hat uns das einfach zugeschickt. Ich habe jetzt gar nicht mit viel gerechnet, hatte ich auch gar nicht mit dem Kopf. Und an dieser Stelle ist Sunny. Ich weiß, du magst eigentlich gar nicht erwähnt werden, aber vielen lieben Dank. Hier kam jetzt ganz viel Lego an. Die Kinder sind, wie ihr hört, ganz aufgeregt. Wir sind hier gerade bei Mani im Zimmer. Guck mal, jetzt lernen wir mit. Auch noch, schau auch mal ganz viel. Guck mal, zwei Babys. Auch noch. Guck mal, hier rein in der Kiste. Ja, ich schau mal. Ich kann mich hier gar nicht aufhören. Wow, so viel war da drin. Da ist eine Kiste. Hier war die Kiste. So viel war da drin. Guck mal. Ja. 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 Wahnsinn, das war ja alles so in Tüten verpackt. Boah. Mani. Wahnsinn, okay. Guck mal, Mani. Hier wird fleißig gebaut. Wahnsinn. Ja, wir sind hier oben noch nicht fertig mit dem Renovieren vom Dachboden. Das dauert noch ein bisschen. Zeige ich euch dann mal, wenn
alles wohnlich ist. Aber ich wollte euch in Bibelettos Zimmer noch was zeigen. Da hatte ich euch ja letztes Mal mitgenommen. Flo hat hier so ein Fliegending hängen. Jetzt habe ich im Angst, dass ich da mit meinen Extensions hängen bleibe. Ich hatte euch versprochen, wenn die Sachen bei Bibelettos ankommen, euch die zu zeigen. Das ist ihr Teppich. Auch noch ein bisschen Spielzeug liegt hier noch von heute Morgen rum. Und das hier ist ihr Regal, ihr Bücherregal, was ich bestellt hatte. Ich muss hier unten nochmal passende Schubdinger organisieren. Aber so finde ich das jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn es so offen ist. Und oben die Bücher finde ich total schön. Hier oben mit den Bildern, da ist ihr Nachtlicht. Genau, wollte ich euch noch eben schnell zeigen, weil ich es euch versprochen hatte. Ich muss jetzt hier auch noch ein bisschen Ordnung machen. Da liegen noch ein paar Anziehsachen rum. Ihr Bettzeug ist heute mal bei uns. Sie hat nämlich seit über einer Woche das erste Mal wieder bei uns geschlafen, war total schön. Aber ich muss es jetzt alles rüberholen und hier nochmal ein bisschen klar Schiff machen. Da hat sie heute Morgen die Gummistiefel angehabt von Nika. genau, dann ist hier auch wieder Ordnung. Selbst für Bibelettos war was im Paket. Nee, das ist jetzt fürs Baby, aber hier ist es für Bibelettos. Abends haben alle Mädels bekommen. Einmal diese kleine Figur und einmal Stempel. Ist das nicht süß? Ey, der Wahnsinn, wirklich. Ist unfassbar. Selbst die Kinder haben gefragt, aber warum schickt die uns das? Das ist einfach so unfassbar lieb, wirklich. Wir freuen uns sehr. Also an dieser Stelle lieben Dank. Flori macht jetzt hier schon, wie heißt das? Grillkohle. Genau, der macht mal den Grill fertig und ich zeige euch mal, was wir gestern entdeckt haben. Mhm. Ja, Flori macht den Grill. Die Kinder sind oben am Ausrasten wegen dem Lego. Also sie haben natürlich auch so Lego, aber nicht in solchen Mengen. Und deswegen freuen sie sich jetzt so unfassbar. Das kann man alles miteinander kombinieren. Und ich war nie so der Fan davon. Lego ist für mich so ähnlich wie Puzzeln. Ich hasse Puzzeln. Ich habe natürlich mit anderen Sachen gespielt, aber ich freue mich unfassbar für die Mäuse. So, das muss ich euch jetzt zeigen, was wir hier gestern entdeckt haben. Von einem auf den anderen Tag hatten wir auf einmal einen Baum mit roten Kirschen. Davor waren die grün und man dachte so, ob die das schaffen. Aber wie ihr seht, haben sie es geschafft. Ich freue mich total. Wir haben hier gestern schon fleißig vom Baum genascht. Vom Baum schmecken sie irgendwie immer am besten. Genau, haben wir hier einmal einen. Und neben unserem Misthaufen, der auch noch wegkommt, haben wir auch noch mal einen Kirschbaum. Ist das nicht toll? Ich freue mich darüber total. Die schmecken so unfassbar gut. Einen ganzen Tag essen. Ich bin ja momentan sowieso nur am Obst essen. Lagerfeuer wollen wir auch die Tage machen. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch machen. Mal schauen. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich beende jetzt das Video, sonst wird es zu lang und nehme euch einfach in einem separaten Video nochmal mit beim Grillen und falls wir Lagerfeuer machen oder was wir auch immer heute noch so machen. Also ich nehme euch einfach mit durch den Tag. Gott, sieht das hier aus. Wir haben, jetzt muss die Kamera erstmal, wir haben doch hier jetzt eine Box mit Stroh. Genau, und da spielen die Kinder wie verrückt, dementsprechend ist jetzt hier alles rausgefallen. Weil die Pferde jetzt Tag und Nacht draußen sind, ist die Box hier frei. Ich wollte erst die da drüben nehmen, aber die hat oben nichts zum Anbringen, dass die beiden quasi bleiben für die beiden Buben. Aber das ist ja auch schnell wieder abgenommen, ne? Die haben nämlich da oben so ein Stängelein, um das da anzuhängen. Genau, und hier können die Kinder jetzt hier toben und machen und tun. Eigentlich muss es dann ab und zu mal gefegt werden, aber mein Gott, da liegt immer noch diese unheimliche Puppe. Es sieht so unheimlich aus, oder? Ja, ihr Süßen. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Wie gesagt, ich nehme euch nochmal in einem separaten Video mit, sonst wird es hier zu lang. Schaltet gerne wieder ein im nächsten Video und abonniert uns hier unten einfach die Glocke drücken und dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video online kommt. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Dann sehen und hören wir uns im nächsten Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Ciao!